du was sagst. Ja? Aber für uns ist es vollkommen klar als Freiheitliche, dass diese Familie die Keimzelle der Gesellschaft bildet. Und es ist halt einmal diese Kombination die einzig mögliche, ob das deinen linken Spinnern passt oder nicht, aus der neues Leben hervorgeht. Und deswegen ist es in einer normalen Gesellschaft so, dass diese Familie einen besonderen Schutz genießt in der Gesellschaft. Ja, gesetzlich, in ihrer Stellung insgesamt, steuerlich, das ist ja der entscheidende Punkt. Ja, deswegen. Mir ist das völlig wurscht, was irgendjemand in seinem Schlafzimmer treibt, ja, solange da sozusagen alles mit rechten Dingen noch zugeht, was das Strafrechtliche betrifft. Das geht mir überhaupt nichts an und da hat der Staat auch nichts drinnen verloren. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass wir deswegen trotzdem diese Familie hochhalten müssen, weil ja alles auf einem Weiterleben in den kommenden Generationen in Wahrheit beruht. Und deswegen schützt der Staat es, weil da zwei Menschen nicht nur Verantwortung für sich selber übernehmen, sondern auch für einen dritten und einen vierten, für die Kinder nämlich, ja, die dann im Idealfall natürlich logischerweise auch alle entweder Buben oder Dirndl sein. Das ist halt einmal so. Ja. Das ist halt einmal so. Ja. Und diese Familie... Und diese Familie wird angegriffen und interessanterweise natürlich auch von der Österreichischen Volkspartei. Und die macht das immer hintenrum, weil offiziell sind sie eine Familienpartei. Aber man kann natürlich hergehen und den Verfassungsgerichtshof, den sie selber besetzt haben, instrumentalisieren. Und dann kann man hergehen und sagen, ja, aber das ist eigentlich ungerecht, dass dann die Gleichgeschlechtlichen nicht heiraten dürfen und dann gleichzeitig versprechen, aber wenn das durchgeht, wird es nie zu einer Adoption kommen für Gleichgeschlechtliche und, und. Und dieser Damm ist schon gebrochen. Das haben wir der Österreichischen Volkspartei zu verdanken, ja? Dass heute gleichgeschlechtliche Kinder adoptieren können. Jetzt kann man sagen, das Kindeswohl und so weiter, glaube ich sogar, das ist durchaus möglich. Aber wo endet das? Wenn wir diese Tür einmal aufmachen, dann bringen wir sie nicht mehr zu. Und als nächstes wird irgendein Islamist dastehen und sagen, so, und was ist mit mir und meinem Harem? Warum bin ich diskriminiert? Warum gilt diese Beziehung nur für zwei und nicht für drei, vier oder fünf? Warum gilt das nicht? Ja, und ich befürchte, dass er bei unserer Rechtsprechung auch noch Recht bekommt. Und die Nächsten sind dann von der linken Seite die, die die Kommunen betreiben. Haben wir alles schon einmal gehabt. Alles zum Kindeswohl, wo sie sich dann vergangen haben an den Kleinen. Ja, weil sie angeblich früh sexuell befreien wollten. Ja? Aber du bringst das nicht mehr zu. Und gegen diese Form der Willkür setzen wir Freiheitliche uns zu wehren. Da sind die schwarzen, falschen 50er, so wie überall. Und die Familie wird auch angegriffen von den Linken. Ja, vollkommen klar. Ja, wenn ich die Geschlechterdifferenz auflöse und sage, es gibt nicht mehr zwei Geschlechter, sondern fünf oder sechs, ich habe schon Varianten gesehen, bis 27, wenn die Narischen in Deutschland, und dann dauert es ja nicht lang, bis unsere das nachmachen, sagen, du kannst da jetzt jedes Jahr dein Geschlecht neu eintragen lassen, je nachdem, wie du siehst, dann ist das natürlich ein Angriff auf die Familie. Und der kommt von diesem 68er-Wahnsinn her. 68 ist nichts anderes als der Auftritt des Kommunismus auf der Universität. Und diese 68er haben gesagt, die Familie müssen wir deswegen zerstören, weil die Familie ist die Keimzelle des Faschismus. Weil der Vater ist sozusagen prinzipiell ein Tyrann und alle anderen Familienmitglieder werden unterdrückt. Und deswegen müssen wir im Sinne der Aufarbeitung dieser dunklen Zeit der Geschichte die Familie zerstören. Daher kommt dieser ganze Wahnsinn und der letzte Ausfluss ist dieses Aufheben der Geschlechterdifferenz. Jetzt muss ich Hans sagen, dann kommt der Bundespräsident daher und macht dort auch noch mit. Ja, bei diesem ganzen Regenbogenkult. Na, das kann ich euch sagen. Beim freiheitlichen Volkskanzler, da gibt es keine Regenbogenfahne. Jeder, der das will, auf seinem Privatgrund aufhängen, aber sozusagen klein neben den staatlichen Symbolen hat das überhaupt nichts verloren, dann hängen ja noch vorher die Piratenfahne raus. Also, aber ich war beim Bundespräsidenten, beim Spezialfreund von mir. Na, der macht dort auch mit und das ist das total Interessante, weil das heißt ja, dass auf die Naturwissenschaft in Wahrheit gepfiffen wird. Die Biologie zählt nichts. Und der Bundespräsident ist mitten dabei, das wird ersetzt durch die Sozialwissenschaft. Ja? Aber wenn es ums Klima geht, dann stellt sich derselbe Bundespräsident her und sagt, wir müssen der Naturwissenschaft vertrauen.
Wir müssen auf die Biologie hören, ja, und anders geht es nicht. Also was jetzt, Herr Bundespräsident, was? Ja? Und seht ihr, wie verrückt das alles ist. Und da braucht es eine normale Politik, da braucht es eine Unterstützung für die Familien. Das bedeutet für mich eine Unterstützung für die Kindererziehung. Waren ja die Freiheitlichen, die das Kinderbetreuungsgeld eingeführt haben. Das muss man ausbauen zu einem Müttergehalt. Ja, echte Wahlfreiheit. Da bin ich jetzt auch hier. Gerade wenn es um die ganz Kleinen geht. Ich sage das immer wieder dazu. Ein Kind zur Welt zu bringen, das ist nicht nur der biologische Akt, damit er durch Trennung der Nabelschnur endet. Das ist es auch. Sondern ein Kind zur Welt zu bringen, das heißt, ein Kind vertraut zu machen mit der neuen Umgebung, in der sie ist. Ja? Ein Kind die Sprache beizubringen, ein Kind zu sagen, das ist der, so funktioniert das Leben in ganz behutsamen kleinen Portionen. Ja, wer kann denn das besser machen als die Mütter, die dieses Kind auch 9 Monate lang ausgetragen haben und dann auch biologisch zur Welt gebracht haben. Und wenn die Frauen das wollen, dann sollen sie das können und das muss natürlich auch was wert sein. Ja, und hinten raus gilt es natürlich auch, es muss uns auch was wert sein, wenn eine Familie oder die Nachbarn sich um unsere Alten kümmern. Das ist ja ganz wichtig. Jeder weiß doch, dass die alten Leute nicht von daheim weg wollen. Einen alten Baum verpflanzt man nicht, so sagt man das. Und deswegen sollten wir diese alten Bäume auch nicht verpflanzen, solange es irgendwie geht. Und deswegen müssen wir diese Leute unterstützen, die diese Arbeit auf sich nehmen, die unglaublich wertvoll ist für uns alle. Das ist freiheitliche Familienpolitik und nicht Regenbogenfetzen irgendwo auseinander. Jetzt habe ich mich lang bei der Familie aufgehalten, aber es ist ein wichtiges Thema. Es ist auch beim Staat im Übrigen so. Kommt auch vor in der Geschichte. Wir sind auch die Einzigen, die diesen Staat erhalten wollen. Wenn die Freiheitlichen vom Staat reden, dann reden wir von der neutralen, demokratischen Republik Österreich als am souveränen Staat. Für alle anderen Parteien sind wir in der Zwischenzeit der Filialbetrieb von irgendetwas, was über uns ist. Die Europäische Union, da redet man dann immer von einer europäischen Verfassung, die es gar nicht gibt. Oder diese Agenda 2030 oder die Weltgesundheitsorganisation, weiß der Teufel, was es dort alles gibt. Dort hat sich die Politik angekoppelt und von dort wird alles übernommen und die führen sie auf wie Befehlsempfänger und haben völlig vergessen, dass das Souverän die Leute sind, das Volk, dass ihr das seid. Dort haben sie sich völlig abgekoppelt und jede Verbindung gekappt. Und auch hier sind wir Freiheitlichen die Einzigen, die diese Verbindung wiederherstellen wollen, wenn wir halt die anderen Verbindungen nach oben ein bisschen zurückstutzen oder kappen, wo immer Blödsinn gemacht wird. Ne? Das ist der Staat. Und dann noch etwas, was mir ganz wichtig ist, das ist das Eigentum. Und da unterscheide ich mich fundamental vom Herrn Babler. Ich komme auch aus einer Arbeitersiedlung. Ja, das Profil recherchiert dort gerade, habe ich gehört. Ist eine Arbeitersiedlung. Ja. Und dort haben keine reichen Leute gewohnt. Ja. Es war jetzt auch niemand zu arm, dass er verhungern hätte müssen, aber es ist dort nicht der große Wohlstand ausgebrochen. Also, dass die Leute da irgendwo groß Eigentum gehabt hätten in Form von dicken Autos oder dass den Leuten die Häuser gekehrt hätten oder sonst irgendetwas, da sind wir ganz weit davon entfernt. Aber niemand von uns, niemand, ich nicht und auch die Kinder nicht, mit denen ich dort gemeinsam groß geworden bin, wäre deswegen auf die Idee gekommen, weil wir nichts haben zu sagen, die anderen dürfen auch nichts haben und jetzt müssen wir quasi alle enteignen, so wie die Kommunisten das tun. Also die Vermögenden treiben wir am besten aus dem Land ein und die, die nichts haben, die holen wir uns. Auch eine Form von Bevölkerungsaustausch. Allerdings kein guter, würde ich sagen. Wir wollten was ganz was anderes. Wir wollten durch Arbeit und durch Leistung es selber auch zu Eigentum und zu etwas bringen. Warum? Weil Eigentum ein Stück Freiheit und Selbstbestimmung ist. Wenn man was kehrt, dann kann ich darüber verfügen. Dann kann ich selber disponieren. Wem gebe ich das weiter? Das schafft Sicherheit. Wenn dir selber nichts kehrt, ja, dann bist du von anderen abhängig. Das ist die Wunschvorstellung der Linken. Aber das passt mit unserem Menschenbild eines freien und selbstbestimmten Menschen nicht zusammen. Und deswegen ist Eigentum so wichtig.
Ich rede nicht von Luxus, ich rede nicht von einer Yacht und von einer Villa und sonst was, sondern vielleicht von einer kleinen Wohnung, vielleicht von einem Stück Grund, das jemandem gehört, ein Bauernhof, solche Dinge. Ja, ein bisschen Geld auf der Kante, damit man sozusagen unabhängig und frei sich bewegen kann und nicht dauernd der Bittsteller bei irgendjemand anderen ist. Und wenn wir von Freiheit und von Eigentum reden, vergesst eins bitte nie. Jeder von uns kommt mit einem Eigentum auf die Welt. Und dieses Eigentum, das ist sein eigener Körper. Ja, das ist das allererste Eigentum, das wir alle haben. Und deswegen... Deswegen war dieser Übergriff auch ein so brutaler und ein unverzeihlicher, den man damals aufgeführt hat, mit dieser Zwangsimpfung und mit all den Dingen, die man der Bevölkerung angetan hat. Seht ihr? Und dieses Eigentum wird auch angegriffen. Von einer Wirtschaftspartei, von einer angeblichen, ja, die für Zustände sorgt, wieder mit den anderen Parteien gemeinsam, dass das Geld immer weniger wert ist. Die Kreditregeln erlassen haben, dass du heute schon reich sein musst, dass du einen Kredit kriegst, aber nicht so wie früher einen Kredit bekommen kannst, um dir etwas aufzubauen. Das geht ja alles nicht mehr. Oder indem sie zum Beispiel von der Europäischen Union wahnsinnige Sanierungsvorschriften übernehmen, wo du, ich weiß nicht, dein Haus meterdick mit Styropor zubicken musst und alle Gasleitungen und Ölheizungen ausreißen. Ja, wer soll denn das zahlen? Das ist ja auch ein Problem beim Erhalt vom Eigentum. Das ist der Angriff von der ÖVP. Und bei den Linken ist sowieso klar, bei Babler, der träumt von Vermögenssteuern und der träumt von Erbschaftssteuern, das kommt ja immer im Paket. Und dann sagen sie, Erben ist keine Leistung, das ist richtig, aber vom Staat auch nicht. Das geht dem Staat überhaupt gar nichts an, wenn jemand sein Vermögen feiert. Ja, also ihr seht, es ist unglaublich viel zu tun. Etwas haben alle diese Dinge, und ich kann es jetzt nicht alle durchgehen, die in der Geschichte drinnen sind, aber etwas haben alle diese Dinge gemeinsam. Kein Mensch hat euch jemals gefragt, ob ihr das haben wollt. Alles das ist über eure Köpfe hinweg entschieden worden, dann ist es eingerissen, dann ist es als Selbstverständlichkeit hingestellt worden, dann wird es als alternativlos bezeichnet. Kein Mensch fragt euch, aber ihr müsst es alle ausbauen. Und das ist das riesengroße Problem, vor dem wir stehen. Und das wollen wir Freiheitlichen wieder gradziehen durch eine Rückkoppelung all dieser wesentlichen Entscheidungen an das Volk, an den Souverän. So wie es in unserer Verfassung drinsteht, deswegen sind wir und niemand anderer die eigentlichen Verfassungsschützer in Österreich. Ja? Die anderen zerstören und ruinieren dieses Land. Jetzt. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Eins möchte ich euch noch sagen. Bitte lasst euch auch von niemandem einreden, dass die Freiheitliche Partei nur deswegen so stark ist, weil die anderen so schwach sind. Ja, diesen Schwachsinn, den lese ich immer wieder. Den hört man von Journalisten und den hört man von Experten von der Politik. Interessanterweise hört man dann meistens zwei, drei Sätze weiter, dass die anderen, die so schwach sind, die einzigen Regierungsfähigen sind. Das ist dann interessant. Dass das ein gewisser Widerspruch ist, fällt den Herrschaften nicht aus, aber auf, aber wir wollen sie intellektuell nicht überstrapazieren. Uns fällt es auf und das reicht. Ne? Nein, wir sind nicht deswegen so stark, weil die anderen so schwach sind, sondern wir sind deswegen so stark, weil wir die besseren Antworten haben auf die brennenden Fragen der Zeit, auf diese großen Fragen, auf diese Weichenstellungen. Ihr habt es bei Corona gesehen. Wir haben Recht gehabt, aber an denen es in 100 Jahren nicht zugeben werden. Das ist ihnen leider nicht einmal peinlich, die glauben nur, dass Gras über die Sache wächst. Wir hätten jedem sein Recht gelassen. Dem, der sich impfen lassen will, genauso wie dem, der es nicht will. Und es hätte besser funktioniert, wie wir in Schweden gesagt haben. Gesehen. Aber wir haben es gesagt, wir sind das Glück von der Hände. Wir haben den besseren Ansatz bei der Teuerung. Wir haben gesagt, man muss eingreifen, wenn die Leute sich das Leben nicht mehr leisten können. Dann muss ich bei den Mieten was tun und beim Sprit was tun und bei den Lebensmitteln. Aber dabei kann ich nicht stehen bleiben. Das ist ja Fassel ohne Boden. Ich muss ja gleichzeitig die Ursache der Teuerung bekämpfen, sonst renne ich ja aus. Ja? Was nutzt mir denn das, wenn ich ein Unfallopfer zwar versorge und verbick und verbinde, aber dann lasse ich den armen Teufel in der Gefahrenzone liegen, dass das nächste Auto drüber fährt auf der Autobahn. Und dieser Patient heißt in dem Fall Österreich. Und ihn aus der Gefahrenzone zu bringen, heißt ihn aus diesen Sanktionen herauszuführen. Aus diesen halsbrecherischen, aus diesem Wirtschaftskrieg, wo wir nie hineingeraten hätten dürfen. Und da muss man sich halt mit anderen verbünden. Und es heißt auch,
ihn aus diesem Klimakommunismus auszuführen, wo wieder mit der Alternativlosigkeit argumentiert wird. Und wo man wirklich glaubt, man muss ja Österreich als Industriestandort und Deutschland, ich weiß nicht, in ein paar Jahren zertrümmern und den Grund und Boden ruinieren. Kann ja nur hoffen, dass auch die Deutschen zur Besinnung kommen. Schaut eh ganz gut aus im Moment mit der AfD. Ja, also, aus dort wird am nächsten Rückgang geklärt. Wir haben die besseren Antworten beim Thema Asyl. Reißt es alle, wenn ich sage Festung Österreich. Na was denn sonst? Die Australier machen das auch. Und niemand hat gesagt, die Australier sind Rechtsextreme. Das ist ein anerkanntes Mitglied der Völkergemeinschaft, aber die lassen auch keiner. Und genau so müssen wir es machen. Keinen Asylantrag mehr annehmen. Außer es kommt jemand aus einem Nachbarland. Außer es kommt jemand aus einem Nachbarland. Aber die Befürchtung habe ich momentan nicht. Und nur wer aus einem Nachbarland kommt, hat einen legalen Fluchtweg gewählt. Soweit führt die Fluchtroute. Bis ins erste sichere Land, aber nicht über tausende Kilometer. Das ist was ganz was anderes. Wer das unterstützt, ist ein nützlicher Idiot der organisierten Kriminalität. Man muss das in der Deutlichkeit sagen. Gut, und wir haben die besseren Konzepte. Im Bereich der Sicherheit, im Bereich der Gesundheit und so weiter. Ich möchte euch nur ansagen, dass alles das, was wir da politisch auch planen und wo wir jetzt in den kommenden Monaten sehr viel und intensiv darüber diskutieren werden, unter diesem einen wesentlichen Aspekt steht, dieses Perspektivenwechsels, dieser totalen Hinwendung zur eigenen Bevölkerung und der Abwendung von denjenigen, die glauben, über unsere Köpfe hinweg über uns entscheiden zu können. Das ist die große und gigantische Fehlentwicklung, die da in den letzten Jahrzehnten in immer schnelleren, immer kürzeren Abständen sozusagen Unsinnigkeiten und Grauslichkeiten anrichtet. Und das und nichts anderes ist Volkskanzler. Und wenn alle anderen Parteien sagen, diese Kickl-FPÖ, die muss verhindert werden und die müssen wir stoppen, dann heißt das nichts anderes, als dass eure Sorgen, eure Nöte, das, was ihr empfindet, das, was ihr denkt, dass das, was ihr wollt, dass das nicht der Mittelpunkt der Politik sein soll. Ja? Das wollen sie nicht. Ich will das haben. Ich will haben, dass genau das, was ich jetzt gesagt habe, der Mittelpunkt der Politik ist, genauso wie die Sonne der Mittelpunkt des Sonnensystems. Und die Politik hat sich um das herum zu drehen. Und die Herrschaften wollen das Gegenteil, die wollen selber die Sonne sein. Und wir sollen uns darum bewegen. Und das wird die Entscheidungsfrage werden bei den kommenden Wahlen. Genau darum geht's. Wer ist der Chef? Wer hat im Zweifelsfall das letzte Wort? Das Volk oder diese seltsamen Machtzirkel, diese Netzwerke aus Politik, Big Business und Medien? Meine Antwort, liebe Freunde, die kennt ihr und ich hoffe, ich liege richtig, wenn ich sage, ich kenne auch die eure. Wir werden uns, glaube ich, auf ein Backel schmeißen. Wir werden von jetzt an jeden Tag dazu nutzen, um das, was jetzt als Möglichkeit ausgewiesen ist, in den Umfragen zur Wirklichkeit werden zu lassen. Die Umfragen sind nur eine Möglichkeit. Wir wollen daraus eine Wirklichkeit machen. Jawohl. Und das, lassen wir das zusammen. Dass wir das zusammenbringen, hängt nur von dem ab, was wir jetzt jeden Tag unternehmen. An der politischen Arbeit, die wir leisten, an der Überzeugungsarbeit, die wir leisten, an dem, wie wir draußen auftreten und immer mehr Leute versuchen, auch von dieser Idee und von der notwendigen Umkehr zu überzeugen. Von dem, was in der Vergangenheit war, können wir uns nichts mehr kaufen. Nur das, was wir jetzt tun, auch bis zur Wahl und darüber hinaus, muss mit dem zusammenstimmen, was wir in der Vergangenheit getan haben und wofür wir in der Vergangenheit eingetreten sind. Dann ist das alles aus einem Guss. Dazu darf ich euch einladen, bitte einen Beitrag zu leisten. Wir fangen am Wahltag alle an bei Null. Null Stimmen für jede Partei. Und am Ende der nächsten Nationalratswahl, bei den anderen auch, hätte ich natürlich gerne, dass der blaue Balken am allerweitesten nach oben schnäuzt. Kennst du ja weiter schreiben?
Und einen kleinen Anklangszusatzwunsch hätte ich noch. Als erstes muss der Balken ganz oben sein, dann freuen wir uns alle miteinander. Aber ein bisschen an Respektsabstand. Zum Zweiten, den müssen wir uns auch noch erarbeiten, damit ein gewisser Herr in der Hofburg nicht auf blöde Ideen kommt. Dankeschön fürs Zuhören und schönen Abend.